herzlich willkommen hier am Traktorprüfstand des Technologie- und Förderzentrums. Mein Name ist Klaus Zunecke, ich bin der stellvertretende Leiter der Abteilung Erneuerbare Kraftstoffe und Materialien. Und ich darf heute hier unseren Kollegen Johannes Ettel vertreten, der Leiter dieser Prüfstandsuntersuchungen ist. Der ist letzten Freitag Vater geworden und insofern passt dieses kleine Geburtstagsständchen nicht nur zu unserem 50-jährigen Forschungsjubiläum, sondern eben auch für Johannes Ettel, der jetzt natürlich andere Dinge im Kopf hat, als hier zu stehen. Aber umso mehr freut mich, dass ich Sie heute hier ein bisschen über unsere Arbeiten informieren darf. Und wenn Sie vielleicht mich ganz kurz hierher lassen, dann kann ich Ihnen das zeigen. Das ist hier der Zyklus sozusagen oder der Testzyklus, dieses Happy Birthday Ständchen, das wir gerade gehört haben. Und hier ist die Drehzahl aufgezeigt und hier die Zeit. Und diese unterschiedlichen Drehzahlen, die angefahren werden, ergeben dann auch diese unterschiedlichen Tonhöhen. Vielleicht hat es der eine oder andere erkannt. Der Traktor ist auch nicht immer gleich drauf. Also manchmal hört man es, manchmal versteht man es besser, manchmal eben nicht so. Aber im Normalfall, wenn wir hier unsere Messungen machen, komponieren wir nicht unsere eigenen Prüfzyklen, sondern wir nehmen natürlich standardisierte Prüfzyklen her. Und hier ist zum Beispiel eben dieser hauptsächlich verwendete sogenannte Non-Road Transient Cycle aufgezeichnet. Man sieht auch, dass hier deutlich stärkere Wechsel drin sind in der Drehzahl und er dauert auch deutlich länger mit bis zu 20 Minuten. Dieser transiente Prüfzyklus wird zweimal durchgefahren, einmal im Kaltstart und einmal im Warmstart. Und während der Zyklus durchgefahren wird, werden bei uns hier Abgasemissionen gemessen und auch der Kraftstoffverbrauch. Und weil es eben ein standardisierter Prüfzyklus ist, kann man natürlich hier damit unterschiedliche Traktoren miteinander vergleichen oder auch unterschiedliche Antriebe, unterschiedliche Kraftstoffe. Der Prüfzyklus wird so gefahren, dass auf dieser Wirbelstrombremse hier, das ist, da kommt das Blaue im Hintergrund, hier wird der Traktor belastet über die Zapfwelle und entsprechend so kann der Traktor eben diesen Prüfzyklus abfahren in Verbindung mit einem automatischen Gaspedalsteller. Man sieht es hier durch das Fenster durch, der dann entsprechend Gas gibt und die Drehzahl regelt. Also ist alles automatisch eingespielt und so kann man eben sicher gehen, dass diese Zyklen auch immer wieder gleich durchfahren werden, um die Schlepper und Kraftstoffe her sehr gut miteinander vergleichen kann. Jetzt ist dieser Prüfzyklus aber eine Mischung oder eine Mittelung aus verschiedenen Arbeitsprofilen unterschiedlicher Offroad-Maschinen. Also dazu zählen auch Bagger zum Beispiel, die hier ganz andere Drehzahl-Lastprofile haben, als das vielleicht in der Landwirtschaft der Fall ist. Und deswegen interessieren uns und auch den Gesetzgeber auch noch die tatsächlichen Emissionen im realen Betrieb bei Straßenfahrten und Feldarbeiten. Und dazu haben wir diese Box, die hier im Hintergrund steht, mit verschiedenen Analysatoren, die wir dann ans Fahrzeug oder an den Harvester beispielsweise, Sie sehen es dann oben im Video, montieren kann, um damit wirklich die tatsächlichen Emissionen bei der jeweiligen Belastung, bei der jeweiligen Arbeit zu messen, auch den Kraftstoffverbrauch. Also hier können wir dann sozusagen die Emissionen und auch die Treibhausgasemissionen oder CO2-Emissionen auf die jeweilige Kultur, auf die jeweilige Arbeit zurückrechnen. Und wir messen hier natürlich die gesetzlich limitierten Abgaskomponenten, die gasförmigen wie Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe, Stickstoffoxide, aber auch partikuläre Bestandteile des Abgases, wie die Partikelmasse und die Partikelanzahl. Also hier ist zum Beispiel so ein Gasanalysator FTIR, mit dem wir neben den limitierten Komponenten auch nicht limitierte Komponenten messen können, also auch Aldehyde und so weiter, die zwar wie gesagt nicht gesetzlich limitiert sind, aber doch auch von Interesse, insbesondere wenn man eben neue Kraftstoffe untersucht, weil man hier ja nicht schlechter sein will, wie das beim Dieselkraftstoff der Fall ist. Hier sehen Sie ein Messgerät, das wir auch mit selbst gebaut haben, aber nach den Anforderungen, um die Partikelmasse beispielsweise zu bestimmen. Das ist relativ
relativ einfach. Hier wird das Abgas über Filterblättchen geleitet und die Masse des Filterblättchens vorher und nach der Beladung gemessen oder gewogen. Und so kann man dann praktisch zurückrechnen auf die Masse der Partikel auf die Abgasmenge, die praktisch über diesen Filter geleitet wird. Warum machen wir das Ganze? Uns interessiert natürlich die Frage, was tanken Traktoren morgen, wenn wir kein Diesel mehr fahren wollen, dürfen, sollen, wie auch immer. Also was gibt es tatsächlich für Alternativen zum jetzigen Dieseltraktor? Und dazu möchte ich Sie vielleicht die Aufmerksamkeit auf dieses Modell lenken. Wir haben hier unterschiedliche Möglichkeiten, Antriebe, Kraftstoffe für die Landwirtschaft dargestellt, und zwar im Verhältnis Volumen, das ist dieser innere Kreis an diesen Zylindern, und Gewicht, und zwar zur Referenz Dieselkraftstoff, 1 Liter Dieselkraftstoff. Das heißt, mit allen diesen Volumina und Massenverhältnissen der hier dargestellten Kraftstoffe kann ich 1 Liter Diesel ersetzen. Also nicht nur der Heizwert, sondern hier ist auch die Effizienz des Antriebs berücksichtigt. Also Tank to Wheel. Und wenn man gleich einmal auf die höchste Säule schaut, batterieelektrische Antriebe, dann sieht man, dass das etwa 10-mal das Volumen notwendig ist. Und wenn man sich das Gewicht betrachtet, sogar 20-mal das Gewicht notwendig ist im Vergleich zum Dieselkraftstoff oder einem anderen flüssigen Kraftstoff, um die gleiche Arbeit damit zu verrichten. Und wenn man sich das vergegenwärtigt und vielleicht auch das Gewicht selbst in der Hand gehabt hat, dann glaube ich, wird es klar, dass man eben solche Traktoren, die dann wirklich länger im schweren Feldeinsatz sind, mit Bodenbearbeitung oder bei Ernte, sicherlich nicht die ersten Traktoren sind, die man elektrifizieren würde. Also wenn man Traktoren elektrifiziert, und wir haben es in der Agritechnika gesehen oder auf der VDI-Tagung, dann sind es in erster Linie kleinere Hoblader, die ja nahe am Hof unterwegs sind, oder kleinere Kompakttraktoren, die nicht so lange im Einsatz sind, die nicht so schwere Arbeiten verrichten müssen, um eben nicht so viel Batterie, Gewicht und Volumen mittransportieren zu müssen. Also das ist so diese Entwicklung. Aber natürlich gibt es auch Lösungen, wenn man Schwarmtechnologien oder Schwarmroboter anschaut, wo diese batterieelektrischen Antriebe durchaus auch zum Einsatz kommen. Wasserstoff ist eine weitere Alternative, heiß diskutiert, und man hat natürlich den großen Vorteil bei Wasserstoff, dass der Wasserstoff selbst sehr, sehr leicht ist, mit nur etwa 1/5 des Gewichts von einem Dieselkraftstoff. Dafür benötigt man aber auch trotzdem noch bei 700 Bar Verdichtung etwa die 5-fache Menge an Volumen, wenn man hier eine Brennstoffzelle mit berücksichtigt. Also das ist nicht der Wasserstoffverbrennungsmotor, der hier dargestellt ist, sondern Wasserstoff in Verbindung mit Brennstoffzelle und Elektromotor. Insofern braucht man einfach einen größeren Bauraum. Die Industrie löst es aktuell hauptsächlich mit Tanks, die dann oft oben am Dach nochmal sind. Also da gibt es halt verschiedene Hersteller, die da jetzt Lösungen in dem Bereich anbieten. Die große Frage wird aber eher sein, wie komme ich den Wasserstoff dann in die ländlichen Region direkt zum Traktor. Da tut sich ja schon schwer mit den Wasserstofftankstellen auf den Autobahnen sozusagen, also weil die extrem teuer sind natürlich. Und klar, auch hier gibt es mittlerweile Konzepte, dass spezielle Tankfahrzeuge zu diesen Wasserstofftankstellen fahren und dann praktisch die Erntemaschinen oder Traktoren am Feld bedienen, aber auch diese Kapazität von diesen Tankfahrzeugen ist sehr, sehr begrenzt. Also das heißt, er muss häufig hin und her fahren, das ist eine große Investition. Es gibt auch so halbmobile Lösungen, wo Sattelaufleger am Feldrand oder am Hof stehen, wo man dann eben auch eine Wasserstofftankstelle hat, die dann wieder ausgewechselt werden. Aber auch hier ist es halt ein sehr großer Aufwand, den man betreiben muss, um tatsächlich diesen Wasserstoff in die Maschine, in den Traktor in der ländlichen Region zu bekommen. Bei den bekannteren Kraftstoffen, oder die jetzt schon marktverfügbar sind, beziehungsweise Technologien gibt, von New Holland beispielsweise, zwei serientaugliche Traktoren, die mit Biomethan fahren können,
ist es auch so, dass man deutlich höheres Volumen benötigt. Auch hier müssen die Tanks größer sein, wenn man die gleiche Arbeit verrichten will. Aber wenn man auch sagt, man nimmt diesen Traktor vielleicht auch eher in Hofnähe her, um vielleicht nicht für die ganz schweren Arbeiten auf Dauer, dann ist es sicherlich eine sehr, sehr gute Option, wenn wir eine Möglichkeit haben, das Biomethan zu tanken. Also irgendwo in der Nähe einer Biomethan-Tankstelle, vielleicht in Verbindung mit einer Biogasanlage, ist es natürlich eine Top-Lösung. Wenn man jetzt versucht, das Biomethan zu verflüssigen bei minus 162 Grad, dann wird es natürlich, die Energie wird dann deutlich dichter oder das Volumen wird weniger, das man benötigt. Aber bei minus 162 Grad hält sich natürlich auch das LNG nicht dauerhaft im Tank. Das heißt, es gast wieder aus, wenn man nicht aktiv kühlt. Und wenn man praktisch längere Standzeiten hat, dann ist es ja so, dass man dann teilweise auch das Gas wieder ablassen muss. Und insofern sind hier auch entsprechende Verluste zu beklagen. Insofern die Frage, vielleicht ist LNG auch nicht der beste Kraftstoff für die Landwirtschaft, gerade wenn ja, turnusmäßig die Fahrzeuge auch immer wieder über längere Zeit stehen. Dann haben wir hier noch den sogenannten XTL, darunter, das heißt paraffinischer Dieselkraftstoff, darunter vor allem Kraftstoffe wie HVO, das jetzt bald auch auf deutschen Tankstellen zur Verfügung stehen wird, bisher auch schon für geschlossene Flotten eingekauft werden kann, und auch wir haben hier unterschiedliche Untersuchungen bereits gemacht. Dazu zählen auch die zukünftigen E-Fuels, die es bisher ja nur so im Labormaßstab gibt, und wo wir auch denken, dass es, oder wenn wir die Kapazitäten anschauen, glaube ich, noch lange dauern wird, bis die Landwirtschaft hier größere Mengen tatsächlich für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Die gesamten Kapazitäten, die aktuell geplant sind bis 2030 weltweit, die würden nur 3% des deutschen Flugkraftstoffbedarfs decken. Und auch in der Luftfahrt gibt es Unterquoten bereits für erneuerbare Kraftstoffe, und die Luftfahrt tut sich natürlich noch mal viel schwerer als die Landwirtschaft, andere Alternativen zu nutzen. Also wir gehen eher davon aus, dass diese Kraftstoffe, wenn sie dann irgendwann einmal in größeren Mengen verfügbar sind, zunächst mal in der Luftfahrtindustrie gehen als direkt für die Landwirtschaft. Das heißt, wir sollten uns auch diese alten, bekannten Kraftstoffoptionen durchaus wieder in Erinnerung rufen, wie Biodiesel, Rapsöl. Auch hier sind immer noch Entwicklungen im Gange, beispielsweise hier bei uns am Prüfstand zusammen mit unseren bayerischen Staatsgütern. Wir betreuen eine Flotte von ca. 30 Traktoren aktuell, die mit Rapsöl, Biodiesel, HVO und teilweise auch mit batterieelektrisch betrieben werden, im Feldeinsatz. Wir schauen, wie verhalten sie sich, wie ist die Betankungssituation, wie sind die Betreiber zufrieden. Wir machen Analysen des Kraftstoffs und holen die immer wieder regelmäßig zu uns hier am Prüfstand und schauen, wie es mit der Leistung ist, mit dem Wirkungsgrad, mit den Abgasemissionen. Und wenn ich jetzt das alles über den Kamm scheren müsste, dann würde ich sagen, die Kraftstoffe HVO und Rapsöl Biodiesel stehen jetzt von der Performance im Traktor, wenn der Traktor etwas angepasst ist, ihr braucht es nicht viel, dem Dieselkraftstoff eigentlich in nichts nach. Also wenn, dann sind es hier nur noch geringe Entwicklungen, die wirklich notwendig sind, um hier wirklich auch die gleiche Performance und den gleichen Komfort dem Bediener zu bieten, wie das mit Diesel gemacht ist. Also es wird wahrscheinlich, oder zumindest ist es der aktuelle Stand, sich eher um einen Mix handeln, der kurz- bis mittelfristig in der Landwirtschaft zum Einsatz kommt, und zwar entsprechend der Voraussetzungen, die man hat am Hof, beispielsweise mit Photovoltaikanlage, aber natürlich auch mit den Einsatzanforderungen, die man hat, also für leichtere Arbeiten, vielleicht wirklich das Batterieelektrische, wenn eine Biomethan-Tankstelle irgendwo in der Nähe ist, sicherlich auch den CNG-Traktor oder auch die flüssigen Kraftstoffe dann eben für schwere Arbeiten. Und wenn man auch überlegt, dass vielleicht gerade auf der Straße ja immer mehr die Elektrifizierung voranschreitet, immer weniger Dieselkraftstoff
benötigt wird oder verfahren wird und dort auch dieser anteilmäßige, also dieser Anteil Biodiesel, der ja in Dieselkraftstoff enthalten ist, sozusagen frei wird, dann hätte man hier durchaus eine sehr gute Möglichkeit, dass sich die Landwirtschaft auch mit eigenem Rapsöl oder eigenem Pflanzenöl selbst versorgen kann und damit einfach auch nochmal dieser Zusatznutzen gegeben ist. Wir haben noch gar nicht vom Eiweißfuttermittel gesprochen, das auch noch erzeugt wird, wenn wir Biodiesel oder Rapsöl fahren oder erzeugen, das Sojaimporte einspart und deswegen auch nochmal einen deutlichen Vorteil bietet. Sie sehen schon, ganz viel unserer Arbeit spielt sich eben nicht am Schreibtisch ab, sondern im Feld. Ende November können wir sie nicht ins Feld holen. Wir können leider witterungsbedingt auch nicht viele Gerätschaften im Hof parken und Ihnen dort zeigen. Ist alles zu kalt. Deshalb haben wir uns für die Maschinenhalle entschieden. Sie hören es ein bisschen bummern. Wir blasen hier auch warme Luft rein, damit es nicht allzu kalt ist und haben ein Parcours aufgebaut vom Samenkorn. Sie sehen hier vorne die Vielfalt bis hin zum Scatterplot. Also ein Beispiel, wie dann Ergebnisse aussehen, die wir über die Vegetationssaison erarbeiten. Und damit Sie sich vorstellen können, was in einem kleinen Datenpunkt hier steckt, an vielen Arbeitsschritten, an Planung, an präziser Durchführung, stellen wir das Ganze vor. Es sind quasi alle Mitarbeiter heute da. Sie können also jederzeit sich irgendjemanden schnappen von dem Team und sagen, ich habe hier noch mal eine Spezialfrage. Und ich würde sagen, nutzen Sie das aus. Und während ich erzähle oder mein Stellvertreter Michael Krieb erzählt, können Sie natürlich auch jederzeit wieder hier kurz zum Verkostungsbuffet gehen. Wir arbeiten nämlich unter anderem auch zu Nutzhanf. Und was ist netter zu knappern als Hanfbrot, Hanfaufstriche, Hanfenergieriegelchen und was auch immer mehr. Wir haben selber hier rund um Straubing ungefähr 50 Hektar eigene Versuchsfläche, haben noch einiges mehr angepachtet, hauptsächlich für Dauerkulturversuche und haben jedes Jahr so ungefähr 20 bis 25 Hektar wirklich unter Parzellenfläche, rotieren mit einjährigen Versuchen natürlich umher, um nur alle 4 Jahre wieder am selben Platz zu sein und nutzen alles Mögliche an Parzellen, spezieller Technik für unsere vielen Erhebungen, Monitoren und Messungen. Hier vorne an dem Tisch können Sie sehen, welche Vielfalt an Kulturen und in welcher unterschiedlicher Form wir auch dieses Saatgut von den Züchtern bekommen. Einmal in Gläsern für Sie dargestellt, damit Sie auch solche Exoten wie Saflor, die man nicht jeden Tag sieht, oder auch die Silphie mal wirklich live sehen. Und dann gibt es halt Saatgut, das für uns in größeren Packen einfach kaufen oder vom Züchter in ganz kleinen, süßen Versuchsportionen zuschicken lassen und selber verbiegen oder sogar manchmal schon fertig abgewogen bekommen. Und jedes Mal muss man sich neu reinfuchsen, wie haben die denn um Himmels Willen das wieder beschriftet. So, dann haben wir in dem Moment, wo wir das Saatgut besorgt haben, haben wir schon im Kopf, was wollen wir denn eigentlich für einen Versuch machen? Also die Frage ist schon da, dann ist das Saatgut da und dann wird es langsam ernst. Wir brauchen eine Planung, wie kriegen wir das Ganze ins Feld? Und dann kommt der Grundsatz des pflanzenbaulichen Feldversuchswesens. Und das übernimmt der Sebastian Parzefall, um einmal zu erklären, wie geht es denn mit den Parzellen? Genau, also bei landwirtschaftlichen Feldversuchen, wie bei anderen wissenschaftlichen Experimenten, ja, das grundsätzliche Ziel, dass man belastbare Daten gewinnt am Ende. Und das Belastbare bedeutet halt, die müssen halt auf der einen Seite möglichst präzise sein, also die Fehlereinflüsse dann möglichst gering sein, also zufällige Fehlereinflüsse bei landwirtschaftlichen Versuchen im Feld wären ja zum Beispiel Bodenunterschiede oder einfach Fehler aufgrund der Messtechnik. Und über statistische Auswertung sollen dann diese Fehler möglichst dann ausgemerzt werden. Und ein weiter wichtiger Punkt ist, dass die Ergebnisse möglichst unverfälscht sind. Also man möchte ja da keine irgendwelchen theoretischen Werte erzeugen, sondern sollen ja einen Bezug zur Praxis haben und auch mit Praxiserträgen und so vergleichbar sein.
Und deshalb soll ja bei landwirtschaftlichen Feldversuchen der Anbau und die Pflege möglichst wie in der Praxis durchgeführt werden. Und man möchte da möglichst Brandeffekte vermeiden. Und aus dem entsteht jetzt ein gewisser Konflikt, weil man möchte einerseits möglichst präzise arbeiten. Präzise bedeutet aus Sicht der Statistik, man braucht Wiederholungen. Und wenn man was wiederholt anlegt, dann sollte ja die Parzellen möglichst klein sein, dass man halt auf einer gewissen Fläche möglichst viele Wiederholungen anbauen kann. Und man benötigt halt Randomisation. Und der andere Bereich, das Unverwünschte, also wenn man mit Praxis vergleichbare Werte erzeugen will, braucht man eher möglichst große Flächen. Und das gewissermaßen einen Kompromiss zu finden, werden halt so Versuche in so Parzellenform angelegt. Und wie die Planung dazu erfolgt, wird jetzt der Franz erklären. Also das Handwerkzeug ist sozusagen erklärt. Wir haben Parzellen in mehrfacher Wiederholung. Und im Endeffekt ist die Parzelle wesentlich größer als die Fläche, die wir dann beernten. Und all der Rand muss im Endeffekt weg. Aber wenn man jetzt mal die Vorkehrungen hat, wenn man als erstes erfahren hat, was muss man sozusagen anlegen, welche Fläche steht zur Verfügung, dann geht es bei mir am Schreibtisch an den PC und dann wird sozusagen ein Plan erstellt. Das erste ist einmal, dass man den räumlich anordnet, quasi nur mal so Überblick, ich habe jetzt ein Beispiel von einem Versuch, der vor lange Jahre stehen muss und deswegen entlang einer Hecke mit entsprechendem Abstand platziert werden wurde. Das ist mal das Erste, man teilt das ein, je nach den Vorgaben. In dem Versuch hatten wir also große Parzellen mit viel Probenahmefläche und der Erntefläche. Probenahmefläche gelb gekennzeichnet, die Erntefläche so leicht orange gekennzeichnet. Wenn man dann das erste Teil hat, dann geht es an die Randomisierung. Der hat sechs Varianten. 6x4 brauchen wir dann 24 Parzellen. Und dann wird der Versuch randomisiert. Und bei uns passiert es immer so, dass die Randomisierung auf mehrerlei Art und Wege gemacht wird. In ganz normalen, einfachen Blöcken, aber auch entsprechend in anderer Anordnung, damit man sozusagen eventuelle Unterschiede im Feld in mehreren Richtungen rausrechnen kann, wenn es erforderlich wäre. Hat sich hier sehr gut bewährt. Wenn dann die Randomisierung steht, wird dann auch quasi hier im Versuch eingearbeitet, kann man dann sehen, auf wie viele Art und Weise es normalerweise randomisiert wurde, wobei die Variante A sozusagen die erste Favoritengeschichte ist. Dann geht es wirklich an den PC, dann muss sich das Ganze sozusagen... Dann geht es quasi an das Minikis, dann wird der Versuch im PC erstellt. Es sind mehrere Schritte. Erstmal wird der Versuch in der Form, wie er auf dem Blatt ist, angelegt. Dann kommt eine Pflegedatei drüber, damit man auch wirklich die Stirnränder abfräsen kann und hinterher getrennt beernten kann. Und dann wird es auch nochmal in den Plan eingearbeitet mit den entsprechenden Angaben, was man dann an der Maschine sozusagen einstellen muss bzw. wählen muss. Weil der Versuch wird dann in Minikis sozusagen exportiert, geht dann über mehrere Schritte und wird dann in einer Datei abgelegt. Und diese Datei wird jetzt quasi auf einen Ministick gezogen, kann man zum Teil auch online machen und dann auf die Schlepper überspielen. Dann weiß die Maschine, wo der Versuch steht, wo sie entlang fahren muss, da ist jede Spur quasi gekennzeichnet. Und die Sämaschine weiß auch, wo sie einschalten muss. Wird alles über das Terminal am Schlepper sozusagen dann gesteuert. Damit kann man den Versuch eigentlich nie wieder verfehlen. Solange ich die Daten habe, finde ich den Versuch draußen auf dem Feld immer wieder. Der bleibt verortet, der ist fix. Und wenn ich in 2 Jahren vielleicht auf der Fläche nochmal etwas beproben will, weil ich eine neue Fragestellung habe oder weil in der Fragestellung spätere Erhebungen notwendig waren, dann finde ich die einwandfrei wieder, immer mit dem GPS-Signal, immer wieder an derselben Stelle. Früher hatte man stundenlange messen müssen und das geht heuer von selber. Und ein bisschen mitdenken, fahren wir denn gerade richtig? Hier sollen verschiedene Kulturarten gemischt oder hintereinander gesät werden. Sind wir denn wirklich im Richtigen, im Plan? Es kann ja immer was schief gehen. Steht immer in Kontakt mit dem Fahrer vorne, der eigentlich im Großteil den Schlepper machen lässt und eher darauf achtet, hinten passend hochzuheben oder wieder abzusenken. Das klingt total easy
aber machen Sie das mal 3 Stunden, 6 Stunden, wenn es pressiert, 10 Stunden am Tag. Das ist furchtbar anstrengend, sich so drauf zu konzentrieren. Und wenn das falsche Saatgut drin ist, das glauben Sie nicht wieder raus. Ne? Dann ist an dem Stück halt einfach hin. Und damit es halt alles auch so schön klappt, haben wir dann dieses ganze Saatgut immer portionsweise vorbereitet. Also so ein Becherchen enthält dann Saatgut für genau diese 1,50 Meter oder 3 Meter Spurt. Wir haben das jetzt gerade hier für Sie zum Naschen in Smartie-Form vorbereitet. Keine Sorge, es wurde abgeschätzt. Ist gebeiztes Saatgut? Ja. Normalerweise ist Zucker. Deshalb haben wir es nicht in unser Zählgerät geschickt. Es wäre gegangen, es schafft es. Aber Sie wollen die Smarties ja auch essen und nicht denken, ach, das ist rot von der Walze. Und von diesen Gestellen mit den Bechern hat man dann für so einen Versuchsaussaattag wirklich ganz, ganz viele Stapel draußen mit im Feld. Und das ist heilig, die ja nicht umzuschmeißen. Oh ja. Vor der Saat. Ne? Genau. Wenn das erfolgt ist und endlich wächst, ist natürlich viel zu messen, viel zu dokumentieren. Und Gott sei Dank haben wir inzwischen nicht nur einen, sondern ich glaube 3 Kronen, man verliert den Überblick, die uns da viel Arbeit erleichtern. Und wie viel lang hast du als Kronenfacher? Genau. Und also wenn dann die Versuche dann aufgelaufen sind, wird für Monitoren, also unter Monitoren einer jegliche Messungen zu verstehen, die wurden dann an die Pflanzenbestände nach dem Auflaufen, zum Beispiel Feldaufgang oder später dann die Höhenmessung oder die Auszählung von der Bestandesdichte, das sind alles so Parameter, die dann monitiert werden. Und um das zu erleichtern, werden dann teilweise schon Drohnen eingesetzt. Wie bei uns jetzt zum Beispiel diese Drohne da, die hat auf der Sämaschine zugewandte Seite eine normale RGB-Kamera, also die hat normale Bilder erstellt und auf der Seite bei mir eine Multispektralkamera, die halt Aufnahmen auf verschiedene Wellenlängen, Kanäle macht und anhand von diesen Wellenlängen kann man dann verschiedene Migrationsindizes berechnen und die wiederum haben wir Aussage auf die Biomasse oder auf die Nährstoffaufnahme von Pflanzenbeständen. Außerdem kann man mit der Drohne zum Beispiel eine Höhenmessung durchführen. Dafür wird im Frühjahr, also so wie es jetzt wäre, also unmittelbar nach der Saat, eine Befliegung mit der Drohne gemacht. Also dabei erstellt man praktisch das Grundniveau von der Fläche und später dann zum Beispiel zum Zeitpunkt der Ernte, wenn man dann die Höhe der Pflanzen wissen will, kommt eine erneute Befliegung und anhand von der Differenz der beiden Ebenen kann dann die Höhe des Pflanzenbestands bestimmt werden, zum Beispiel. Wenn es dann soweit ist, wir können endlich was ernten. Also als Beispiel haben wir eine Sorghum aus dem Feld mitgebracht. Das würden wir dann ernten, wenn es perfekt siloreif ist, also irgendwas über 28% PS. Hier würde zum Beispiel jetzt gehäckselt werden. Dann fangen wir, wie es auch in diesen Videos immer wieder zu sehen ist, damit an, dass wir die Stirnränder wegnehmen, dann diese Randparzellen, dann nutzen uns hier diese Seitenbrennmesser, vorne am Häcksler auch enorm viel, damit man, beim Sorghum ist es vielleicht weniger problematisch, aber falls es lagert, ist es Gold wert und dann in der Silphi, die oben sich mit ihren Blütenständen so verpflichtet, ist es ganz toll, das echt exakt abschneiden zu können. Und dann kann endlich die eigentliche Ernteparzelle mit diesem Häcksler weggeerntet werden. Das Material wird dann da drüber lang transportiert. Wir lieben den Fan daher sehr stark, weil er eine relativ kurze Schnauze hat. Also müssen wir diesen Verbindungsschlauch zwischen dem roten Häckslerüberwurf und hinten der grünen Aufnahmestelle von unserem Probennehmer nicht so arg lang machen. Das Material läuft besser durch. Und dann gibt es natürlich den sehr verantwortungsvollen Häckslerfahrer und hinten einen Kollegen, der drin sitzt im Probennehmer und für jede dieser Parzellen ein Probentütchen, manchmal auch 2 Probentütchen absacken, korrekt beschriften muss, nichts durcheinander bringt und dann wieder Kollegen, die am Feld helfen, entweder das Material abzufahren, das muss ja auch, weil es ist ein Wasserschutzgebiet, man kann es dann einfach hinschmeißen, außerdem ist es gutes Geld wert.
Und jemand, der sich diese ganzen Körbe von Material ganz schnell zum Auto holt und alles einwiegt, denn wir wollen ja auch wieder TS-Gehalte sehr exakt bestimmen, heißt, ich muss schnell sofort diesen Zustand dokumentieren und einwiegen und später nach der Trocken- und Auswiegen. Genau, das war jetzt das Ganze im kleinen Stil, im Technikumsformat. Und wie wir es draußen im Versuchswesen machen, ist nicht bei diesen Rechnen. Ja, über die Jahre der Forschung sind auch zwei Prototypen entstanden, die uns helfen, das Material jetzt in der richtigen Aufwandsmenge dann aufs Feld zu bringen. Und hier sehen wir, das waren die Anfänge in der ersten Projektphase, ist unser SAM entstanden. SAM heißt System für die Applikation des Multimaterials. Genau. Ähnliches Prinzip wie bei der Lab-App haben wir wieder die zwei Komponenten, die in zwei getrennten Tanks befördert werden. Dann wird es über ein getrenntes Leitungssystem hin zum Statikmischer zur Düse transportiert und erst an der Düse am Statikmischer kommen die beiden Komponenten in Kontakt miteinander, werden aufs Feld dann appliziert und härten dort aus. Ja, und da sehen wir schon ein bisschen ein weiterentwickelbarer Prototyp. Der ist entstanden in Kooperation mit unserem Landmaschinenhersteller Amazone. Ja, vielleicht kommt es dem einen oder anderen bekannt vor, denn wenn wir nochmal zur Lab-App zurückschauen, hier sehen wir, es handelt sich dabei um ein zweiteiliges Applikationsgerät. Und das ist quasi das Heckteil. Auch hier haben wir wieder die zwei Tanks, in denen die Komponenten aufbewahrt werden, dann über ein Leitungssystem nach vorne transportiert werden und an der Düse dann aufs Feld appliziert werden. Genau, es handelt sich hier nicht um ein Wireless-System. Wer aufmerksam ist, sieht, hier haben wir gar keine Schläuche. Genau, ja, wir sind mal aktiv dabei bei der Forschung und dazu gehört auch die Optimierung des Geräts und das ist genau, kann man so sagen, aktuell under construction. Ja, wie diese beiden Geräte dann im Praxiseinsatz am Feld draußen in Aktion aussehen, das haben wir in einem kleinen Film für Sie aufbereitet. Ja, der Film ist jetzt zweiteilig. Beginnen möchten wir mit der Applikation in den Dauerkulturen. Da sehen wir jetzt den Prototyp, den wir bei uns im Haus erstellt haben. Jetzt sieht man erstmal, wie das Material reingefüllt wird. Wir rühren das noch in so Eimer an und über Schläuche wird das dann eben eingepumpt. Und dann sieht man, wie der Unterstockbereich hier von den Apfelbäumen behandelt wird. Man sieht jetzt hier noch eine andere Düsentechnik, die haben wir jetzt über letztes Jahr im Sommer quasi weiterentwickelt und sind jetzt hier auf dem Schalterdüsen, die wir vorher gesehen haben, gegangen. Im Obstbau haben wir eine Streifenbreite von ja, so zwischen 80 cm und 1 Meter. Das ist eben hier dieser Bereich, der sonst eben konventionell mit Herbiziden freigehalten wird. Im Gemüsebau, das ist jetzt der Prototyp von der Firma Amazone. Hier sieht man schon dünnere Streifen, vier gleichzeitig. Das ist hier ein Versuch im Kopfsalat. Da wird das Material erst aufgebraucht und sobald es ausgehärtet ist, wir haben das dann einen Tag später gemacht, wurde mit einer Pflanzmaschine die Kopfsalatsetzung eben eingesetzt. Da kommen wir später nochmal drauf, was das für Vor- und Nachteile hat im Gemüsebau mit dem Einsetzen, aber so sieht es eben bei den Versuchen aus. Was sind die Einsatzmöglichkeiten für unser Multimaterial? Und es ist natürlich immer da, wo es gilt, Herbizide, den Einsatz von Herbiziden zu reduzieren und wo Plastikmüllfolien angewendet oder verwendet werden. Und eine Einsatzmöglichkeit ist in Dauerkulturen wie im Obstbau und im Weinbau. Und hier haben wir mal aufgebaut, so sieht es bei unserem Kooperationspartner der LWG auf der Apfelplantage aus. Das Material ist streifenweise um die Bäume appliziert worden. Das Ganze geschieht im Frühjahr, sodass dann über den Sommer hinweg das Mulchmaterial die weiter unterdrückende Wirkung entfalten kann und in den Herbst rein beginnt das Material sich dann nach und nach abzubauen. Zum Abbau wird aber der Kollege dann später noch mehr erzählen. Ja, und es ist für den Weinbau vielleicht deswegen auch so interessant, weil man hier natürlich steiles Gelände hat und da kommt man jetzt vielleicht mit der mechanischen Beigradunterdrückung oft an seine Grenzen und sollte der Herbizideinsatz verboten werden oder man möchte ihn reduzieren,
dann ist das vielleicht eine ganz gute Alternative, die auch im Weinbau gelingen kann. Richtig schnell weg ist, da ist uns ein Vogel dazwischen gekommen, der hat da rumgepickt, aber man sieht in diesem Eck jetzt ganz schön, hier wird Beikart aufwachsen, man sieht es im Laufe der Zeit und in dem anderen Streifen eben nicht. Und wenn man jetzt genau aufpasst, dann sieht man vor allem rechts oben, wie das Material jetzt langsam dunkler wird und so eben der Zersetzungsprozess beginnt. Das Ganze war eben von Mai bis jetzt vor ein paar Wochen, Ende Oktober, und so sieht das Ganze dann eben aus.